Ich bin wieder da! Hausfrau regelt. Das Wetter ist geil. Und ich habe jetzt gerade mal auf das Wetter geschaut, die nächsten Tage. Und da, wie man sieht, keine Minusgrade mehr. Das heißt für mich jetzt wiederum, ich pflanze jetzt mein Hochbeet. Habe ich mir jetzt gerade spontan so entschieden. Deswegen mache ich das jetzt. Und ich will mir überlegen, ob ich mir einen Bonsai da drauf stellen soll. Ich hoffe, das packt der. Weil das Problem war ja bei dem, vor dem Winter, habe ich den da hingestellt, wo ich ihn hinstellen wollte. Und da hat er zu wenig Sonne abgekriegt und hat er Blätter verloren. Aber ich hätte den gern da, weil ich glaube, dass der ziemlich nice ausgucken. Und zwar war ich nämlich schon im Gartenhaus. Das sind Gurken, die müssen jetzt dann unbedingt ins Hochbeet. Die habe ich von meiner Schwester gekriegt. Und da haben wir ein bisschen was Dinner. Und zwar einmal Minze, dann haben wir hier Basilikum, nein, Oregano. Da haben wir Karotte und Batzerkarotte. Und da haben wir Pflücksalat und das sind zwei Tomaten. Und ich glaube, die haben es nicht geschafft. Das soll eine Tomate sehen, Alter. Das ist ja mal richtig mickrig, oder? Das soll eine Karotte sehen. Ebenfalls richtig mickrig. Das ist doch scheiße, oder? Minze. Wichtig ist, dass man schön aufreißen. Dass ich die Kacke da entfalten kann. Und Oregano. Ja, Leute. Also, Minze. Oregano, da kommt dann noch Basilikum und Schnittlauch oder sowas hin. Da sind eine Menge Tomaten. Gurke. Karotten, Pflücksalat. Aber da hau ich dann schon noch mehr Dinge, aber ich muss noch was besorgen. So, ganz wichtig bei dieser Erstbepflanzung, ja, ist definitiv Gießen. Also das muss jetzt ordentlich geflutet werden. Und ja, bei mir könnt ihr auf jeden Fall noch was lernen. Wie man es nicht macht. So, und während wir jetzt schon eher in dem Pflanzwahn sind, haben wir nämlich da noch so ein Rosmarinbäumchen gekauft. Und das haue ich jetzt in den Topf, weil der kacke ist. Und der Plan ist jetzt, dass ich da noch so ein Gitter drumherum mache, weil zum einen ist das nämlich das Katzenklo vom Dorf und zum anderen... Naja, eigentlich mache ich es bloß weg, so Katze. So, dann werden jetzt kleine Pflanzen vorerst mal fertig. Klar, es fertig jetzt noch ein paar Sachen, aber das muss ich jetzt am Wochenende oder so mal besorgen. Und dann wollte ich euch noch eins zeigen, und zwar habe ich mir so einen kleinen ätherischen Öldiffuser gezogen. Ja, ist ziemlich nice, weil da schraubt man einfach das Fläschchen dran hin. Und da hat man verschiedene Wahlmöglichkeiten, wie intensiv und was vom Rhythmus, der dann da das Öl verteilt. Da gibt's, glaube ich, insgesamt 5 verschiedene ätherische Öle. Riecht alle Baba. Und wer da Interesse drauf hat, kann mir gern mal auf Insta schreiben. Und in diesem Sinne, Leute, will ich das Video jetzt beenden. Es wird die nächsten Tage Neuigkeiten geben. Ich sage jetzt noch nicht so viel, weil da mache ich ein separates Video draus. Aber es wird fett. Es wird richtig fett. Könnt ihr euch drauf freuen. Ich sage in diesem Sinne, danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Und viel Spaß.